Hi Warfobs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Jo. Und ich bin der Oliver. Und wir haben euch heute was Wundervolles mitgebracht. Oh mein Gott, ich klinge schon wieder so furchtbar wie bei einem Shopping-Kanal-Video. Ja, du hast mir etwas Schönes mitgebracht, was du mir jetzt zeigen möchtest. Richtig. Und zwar den Stell mir das Set doch mal vor. Ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Also, der Adrian hat irgendwann mal den Gedanken gehabt, dass so ein Belagerungspanzer eigentlich eine ziemlich geile Sache ist. Und der auch prima und wie man den umsetzen kann. Und das ist ihm recht gut gelungen, finde ich. Der fährt. Alle Ketten bewegen sich. Das sind übrigens mehr als 250 Kettenglieder. Nur damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch grob einlassen müsst. Das geht auf die Fingerspitzen. Ja, und wie. Und wie. Und die Funktion finde ich schon cool. Die ist cool. Wenn ihr nämlich hinten am Motor dreht, also da im Motor gibt es einen kleinen Drehknubbel. Und wenn ihr an dem Drehknubbel dreht, bewegt sich das, könnt ihr das Hauptgeschütz drehen. Einmal rundherum. Ja, kannst auch mehrfach rundherum. Kannst auch mehrfach drumherum. Was ich besonders cool finde, ist, dass hier oben kann man einen Kanonier reinsetzen. Zeige ich das mal. Da. Und obwohl dieser Turm so flach ist, funktioniert das tatsächlich gut. Wir haben es getestet. Das heißt, man kann auch wieder zumachen, wenn man drin sitzt, ja? Ja. Also, es funktioniert sogar mit Helm. Aber man kann ihn auch hinstellen und dann guckt er oben raus. Das kann so kommandantmäßig. Ja, aber ich weiß nicht, ob da ein Kommandant... Also, er hat Platz für zwei Minifiguren. Das eine ist der Kommandant, das andere ist der Fahrer. Oder der Schütze und der Fahrer. Oder der Schütze und der Fahrer. Vielleicht ist aber auch der Fahrer der Kommandant. Keine Ahnung, wie das da ist. Und hier vorne ist... Also, dass hier vorne in dem Cockpit Platz für eine Minifigur ist... Ist nicht die Überraschung. Dass da oben eine reinpasst, hat mich überrascht. Muss ich sagen, hat sich der Adrian selbst übertroffen. Okay, also als Panzer ist er ja schon cool. Ja. So, und jetzt kann er, also neben dem Drehen, kann er auch noch die Kanone hochstellen. Richtig. Was für einen Panzer ja auch wichtig ist. Ja. Und dann kann er ja mehr. Kann er noch was wirklich, wirklich viel Besseres. Dazu muss er allerdings Dazu muss man ihn allerdings ein kleines bisschen umbauen. Dazu gibt es diesen Standfuß. Er müsste auch ohne den Standfuß stehen. Das hat wundervoll bei uns funktioniert. Aber das setzt diese Teile unter Spannung. Zeige ich euch gleich welche. Und demzufolge haben wir hier einen Standfuß. Und auf diesem Standfuß gibt es Aussparungen. Diese zwei. Die braucht man, um die Seitenteile abzunehmen. Diese Abdeckung. Da kann man schon mal hier reingucken. Sieht man auch, wie es tatsächlich gebaut ist. Also das sind Zahnräder insgesamt. Pro diesen hier sind es 8. Bei denen an den äußeren Seiten sind es jeweils 6. Also ihr seid auch eine Weile mit Zahnrädern zusammenbauen beschäftigt. Nehmt links und rechts die Verkleidung ab. Finde ich auch schön, dass man quasi einen Platz hat, um das zu lagern. Mhm. Weil ansonsten fliegt dir das durch die Wohnung und du findest es hinterher nie wieder, wenn du es wieder zurückbauen möchtest. Richtig. Das Einzige, wo halt kein Platz ist, ist für die Standfüße. Okay. Die fahren dann da raus, also in der Theorie fahren sie da raus, in der Praxis klebt man sie da rein. Ja, aber man muss erstmal was anderes machen. Und zwar muss man erst hier unten ist eine Feder, die muss man einklappen, dann kann man die Räder einklappen. Damit man, wie er sich das so vorgestellt hat, damit die... Standfüße, die da eigentlich drin versteckt sind, rausgucken können. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das treffe, denn der ist nicht, leider sind die Aufnahmen nicht ganz quadratisch, weil das liegt an diesen Liftarmrahmen, die ihr vielleicht kennt. Ich zeig's dir auch mal kurz hier. Das sind diese 7x11er Liftarmrahmen, die dem ganzen Set eine unglaubliche Stabilität geben. Allerdings auch den Nachteil haben, dass wenn ihr es einmal zusammengebaut habt und ihr habt einen Fehler beim Zusammenbau gemacht, habt ihr nicht mehr ganz so viel Spaß, das Ding auseinanderzunehmen, weil ihr das dann wirklich komplett auseinandernehmen müsst. Auch da ein leidvoller Tipp aus der Produktentwicklung. Wenn ihr das hier rauszieht, das ist eine Achse da innen drin verbaut, da ist die Drehmechanik drin. Wenn ihr die Achse rauszieht, müsst ihr das ganze Teil auseinandernehmen. Und dann kann man hier die Räder zur Seite klappen, runterklappen, nochmal zur Seite, muss ein bisschen vorsichtig sein. Weil das ist tatsächlich leider, leider ein Displaymodell. Das heißt leider. Wir haben deutlich mehr Wert auf die Optik gelegt als auf die... Nein, stabil ist es eigentlich. Aber es ist halt...
Es ist stabil in der einen Form, es ist stabil in der anderen Form, aber der Weg dazwischen bedarf etwas Fingerspitzengefühl. Richtig. Liegt zum Beispiel daran, dass hier dieses Element, ihr könnt es ja sehen, diese Mudguards oder, ja, was ist denn das? Kotflügel? Hm. Diese Kotflügel sind tatsächlich nur hier oben dran befestigt. Und wenn ihr dann hier oben, da unten drückt, tun Hebelwirkungen Dinge, die sie nicht tun sollten. Dann klappt ihr das aus und dann könnt ihr, habt ihr Stützen. Die Stützen. Machst du die an? Okay. Es gibt tatsächlich nur zwei freie Pinlöcher. Okay. Dann könnt ihr die ausklappen und dann steht er. Schwupps. Okay. Und diese Kanone kann man nicht nur drehen, links und rechts. Das wäre auch ziemlich blöd. Denn eine Panzerkanone, da muss man relativ nah ran. Man kann sie auch umbauen in den Belagerungsmodus, dass man sie hoch und runter klappen kann. Ist nicht so die große Kunst. Aber man kann sie auch auseinanderziehen. Und zwar muss man dann hier vorsichtig tatsächlich die eine Seite, die andere Seite. Und dann kann man sie nach vorne ausklappen. Das ist eine Konstruktion, die größtenteils tatsächlich aus Systemsteinen besteht, also nicht aus Technik-Bricks. Insbesondere die Haltefunktion. Und demzufolge ist es ein bisschen empfindlicher, als man es vielleicht gerne hätte. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wie man das darstellt. Und dann sieht die so aus. Mit einer riesigen Kanone da drin. Wie das funktioniert, ist ziemlich cool. Die Bauanleitung ist ja online verfügbar. Ihr könnt sie euch, wenn ihr sie bauen wollt, müsst ihr sie euch herunterladen. Aber ihr könnt sie auch so schon runterladen. Macht euch ein Kundenkonto, schaut es euch an und hoffentlich seid ihr dann so begeistert, dass ihr die Set kauft. Denn das hier ist, ich zeig's euch einfach. Von unten ist das hier, da sind zwei Achsen, die sorgen dafür, dass man es in diese Richtung rausschieben kann. Und hier ist eine Achse. Die sorgt dafür, dass man es nach da rausschieben kann. Aber weil das halt Techniksteine sind, keine Techniksteine, sondern Systemsteine sind, die eine gewisse Toleranz haben, ist es halt ein bisschen wackelig. Liegt auch daran, dass es konstruktionsbedingt diese 2x6er Fliese nur an zwei Einzelnoppen da befestigt werden kann. Ja gut, das ist auch wieder so ein Spagat, denke ich mir mal. Du könntest es vielleicht stabiler machen, aber dann wird es aufgrund der Teile nicht mehr reibungslos funktionieren, ne? Richtig. Und diese Transformationsmechanik ist ja eigentlich das wirklich Coole an dem. Und man könnte natürlich auch zwei beilegen, aber wo ist da der Spaß? Ich freue mich, dass er endlich da ist. Man kann ihn dann auch wieder einklappen. Dann macht man einfach die Teile wieder rein. Zusammen, eine Seite, andere Seite, und dann klappt man hier wieder runter und dann kann man die Beine auch einklappen. Also wir könnten auch mitten in der Transformation darstellen. Ich freue mich, dass er endlich da ist tatsächlich. Und er ist ja schon eine Weile im Verkauf, also ein bisschen. Und ich weiß nicht, du bist im Einkauf, wie gut läuft er denn? Ich bin im Einkauf, nicht im Verkauf. Nein, ich habe mir die Zahlen natürlich ein bisschen angeguckt gehabt, der verkauft sich relativ gut. Genau, Verkaufszahlen werden wir nicht nennen. Nein, das nicht. Aber er läuft so gut, wie man es erwartet von so einem geilen Ding. Muss ich sagen. Ich persönlich freue mich auch schon drauf. Das ist halt auch mal was, was es sonst so aus Noppenstein noch nicht gegeben hat. Nein. Und ja, man kauft sich, denke ich mir, auch auf jeden Fall, um sich in den Schrank zu stellen. Entweder halt in dem einen oder dem anderen Modus. Ich glaube nicht, dass jemand alle 5 Minuten den Modus wechseln wird. Nee, das kann ich tatsächlich auch nicht empfehlen, weil das Modell ist halt ein bisschen empfindlicher, als man es von anderen Noppensteinen gewohnt ist. Aber wenn es als Panzer steht, ist es stabil. Wenn es im Belagerungsmodus steht, ist es stabil. Und da ist dann nichts fragil oder so. Absichtlich gereimt? Hast du absichtlich gereimt? Nein, habe ich nicht. Würdest du nie tun. Die Setcard. Die Setcard. Wir haben hier den futuristischen Belagerungspanzer, ist ein BB-Special. Mit der Setnummer 107181. 2354 Teile. Für 79,95 Euro. So wie er hier jetzt steht, also fast so, eher so, hat er eine Abmaße von 36 cm in der Länge, 32 in der Breite und 21 in der Höhe. Ich
Ich hatte nämlich den Belagerungsmodus vergessen. Du hast es gebaut in der Produktentwicklung und sagst, es ist anspruchsvoll. Wahrscheinlich auch wegen den verschiedenen Punkten, wo die Mechaniken ineinander greifen. Mhm. Der gute Adrian hat das designt. Ja, transformationsmöglich hast du hier geschrieben. Ich habe noch geschrieben, dass es knapp 1,5 Kilo sind. Also auch nicht auf das dünnste Regal stellen. Nee. Ja, er ist der Belagerungspanzer. Richtig. Er ist so stabil, wie es geht, weil er so cool ist, wie es geht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre es euch lieber, wenn man die Kanone einfach umstecken kann und ihr dafür halt nicht so vorsichtig sein müsst damit? Oder gefällt es euch so? Allgemein auch eure Bauerfahrungen damit. Ja. Wird ja vielleicht andere Leute interessieren. Richtig, weil das ist tatsächlich nicht ohne zu bauen, muss man auch sagen. Also für Anfänger ist das kein Set, wirklich nicht. Mal ganz abgesehen von den 250 Kettengliedern, die da drin sind, die Anfänger auch eher frustrieren. Und es ist kein Set für Kinder. Dafür ist es einfach nicht gedacht. Neben dem Kommentieren könnt ihr natürlich immer noch abonnieren, liken und die Glocke anklicken. Richtig. Und dann war es das schon mal wieder aus dem Noppenstein-Studio. Noppenstein kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Tschüss. Macht's gut. Das Teil ist wirklich cool. Ich weiß nicht, was er die da im Büro gemacht hat. Bam. Na, wenn er jetzt hier noch so eine Shooter-Funktion das drin hätte. Wäre auch cool. Shooter-Funktion haben wir noch gar nicht. Hm. Ich hatte dem Niklas mal gesagt, dass ich es sehr cool fände, wenn man so wie die Brick oder so hätte. Mhm. Und drehst dann hinten irgendwas und dann werden alle Kanonen einer Breitseite gleichzeitig geschossen. Das wäre cool. Das habe ich mir tatsächlich angeguckt, ob das funktioniert. In der Theorie funktioniert es. Das Problem ist, du hast halt einen sehr langen Federweg, wenn du irgendwas drehst, weil du halt die ganze Breitseite bedienen musst. Und die Kugeln hinten drauf sind keine Balljoint-Aufnahmen. Das kriegst du auch nicht in irgendeine C-Clamp. Und die Stange davor, willst du raten, ist auch zu dünn für eine C-Clamp. Geht gut. Ich hoffe, alle anderen haben schon abgeschaltet und haben das nicht mehr mitgekriegt. Ja, aber ich arbeite noch. Wie war das früher noch in dieser Sendung? Seid ihr immer noch da? Abschalten. Lang ist es her. War's gut.